So, dann sage ich herzlich willkommen zum heutigen Webinar von eFellowsNet in Zusammenarbeit mit der HHL, Leipzig Graduate School of Management. Mein Name ist Thomas Graf, die meisten von euch kennen mich. Ich bin seit vielen Jahren bei eFellowsNet und arbeite sehr eng zusammen mit tollen Hochschulen. Heute haben wir ein spannendes Thema, und zwar eine Masterclass aus dem Master in Management mit dem Schwerpunkt Finance der Handelshochschule Leipzig, Entschuldigung, der HHL. Leipzig Graduate School of Management, zu einem Thema, wo ich selbst erstmal die Begriffe nachschlagen musste, Unicorn or Disguised Alpaca, Insights on Startup Valuation and Financing, a Taster Lecture in Entrepreneurial Finance. Für alle, die das nicht wissen, ein Alpaca ist ein südamerikanisches Kamel. Und als Experten zu diesem Thema begrüße ich recht herzlich Dr. Maximilian Schreiter. Wir sind per Du, also wundert euch nicht, wenn wir uns gleich duzen. Maximilian ist Program Director des Masters in Management Finance mit der Finance Concentration und wird sich jetzt gleich selbst vorstellen. Maximilian, kannst du mich hören und verstehen? Genau, das klappt alles gut. Vielen Dank. Wunderbar. Danke auch für die Vorstellung. Herzlich willkommen und übernehmen gerne das Bildschirmsharing. Genau, dann übernehme ich gleich. Erstmal noch herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass ihr dabei seid und euch für das Thema hier interessiert. Es ist quasi ein Thema aus dem Bereich Entrepreneurial Finance. Das heißt, ich denke oder wir denken, das ist relevant und interessant, nicht nur für Leute, die sich mit Finance beschäftigen, sondern tatsächlich auch, die sich mit dem ganzen Thema Startups, Entrepreneurship, was gründen, aber vielleicht auch mit der Venture Capital Seite, also der Investorenseite beschäftigen. Ja. Ich werde gleich ein bisschen darauf eingehen, wo genau dieses Thema, sagen wir mal, in unserem Programm aufgehangen ist, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil wir wollen ja heute vor allem über dieses Thema sprechen. Das heißt, wir wollen verstehen, wie bewertet man eigentlich so Startups? Und dann wollen wir auch verstehen, wie funktioniert eigentlich so die Finanzierung. Das schießt ja die ganze Zeit immer durch die Medien, dass gerade dieses Jahr ist sozusagen wirklich eine diamantene Zeit für deutsche Startups. Ja, die sammeln unfassbar viel Geld ein. Dann wird immer gesagt, haben 900 Millionen eingesammelt und sind jetzt 6 Milliarden wert oder so. Und das wollen wir mal verstehen, was das eigentlich bedeutet, wie das zusammenhängt. Das soll so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Und vielleicht nochmal zum Titel. Also ein Unicorn ist quasi ein Startup, das eine Bewertung hat, die größer ist als 1 Milliarde US-Dollar. Ja, dann bezeichnet man das Ding als Unicorn. Und der Titel soll so ein bisschen provokant darauf hinweisen, dass relativ oft eine gewisse Überbewertung vorliegt. Wir werden nachher uns auch einen kleinen Case anschauen dazu, sodass manche Unicorns eigentlich keine Unicorns sind, sondern vielleicht auch Alpakas, denen man noch ein Horn sozusagen auf die Stirn geschnallt hat. Ja. Das ist quasi so ein bisschen die Erklärung hier dahinter. Wunderbar. Bevor wir weitermachen, nur noch ganz kurz die Information für alle. Ihr könnt jederzeit Fragen in den Chat schreiben. Und an der Stelle möchte ich auch gerne noch Jana Vogel begrüßen aus dem Admission Center von der HHL. Jana kann euch alle Fragen beantworten zum Studium an der HHL, zur Studienkultur an der HHL, Eintrittskriterien. Also fühlt euch frei, Fragen zu stellen, sowohl an Maximilian Schreiter zum Vortrag, aber auch an Jana Vogel. Ich stoppe jetzt die Präsentation hier. Genau, und ich übernehme. Genau. Und das hat es, glaube ich, einen Moment gedauert. Jetzt müsste es da sein. Ja, ja, okay, gut. Irgendwie war ja kurz mal alles weg, aber ich glaube, jetzt passt es. Sehr schön. Genau, also hier ist nochmal der Titel. Habe ich jetzt gerade schon was dazu gesagt. Und vielleicht noch drei Sätze zu mir. Der Thomas Graf hat mich gerade ja schon kurz vorgestellt. Ich will da auch gar nicht jetzt zu viel weiter ins Detail gehen. Also außer, dass ich das Programm bei uns, den Finance-Track sozusagen verantworte, bin ich natürlich auch Lecturer, eben unter anderem für den Bereich Entrepreneurial Finance.
letztlich alles, wo es um Unternehmensbewertung geht oder überhaupt die Bewertung von Investments, aus denen man dann Managemententscheidungen ableitet. Das sind eigentlich so die Themen, die ich betreue. Und das ist eben Corporate Valuation und M&A. Das sind aber auch Advanced Corporate Finance Sachen, also das heißt Finanzierungsentscheidungen, ist aber wie gesagt auch dieser Startup-Kontext. Und in dem Bereich forsche ich auch und forsche da sozusagen so mit, das klingt jetzt ein bisschen fies, stochastischen Prozessen. Das heißt, ich versuche sozusagen Unsicherheit, die da draußen ja überall ist, wie wir alle wissen, und die vielen verschiedenen Optionen, die wir jeden Tag haben, versuche ich irgendwie greifbar zu machen, quantitativ und in Bewertungsmodelle einzubauen. Ne? Und das ist was, was immer und immer mehr in die Praxis hereindringt, etwas, was viele größere Unternehmen schon seit vielen Jahren im Risikomanagement machen, aber auch zunehmend sozusagen im Business Development und Corporate Finance Bereich. Die Beratung haben es ohnehin schon lange für sich entdeckt. Bei den Banken ist es ein bisschen ein skurriles Bild. Die sind im Risikomanagement richtig, richtig weit, und im M&A-Bereich sind sie aber noch methodisch so ein bisschen in der Steinzeit unterwegs. Aber genau, wer dazu mehr wissen will, können wir dann auch am Ende gerne sprechen. Und ansonsten noch zu meinem Hintergrund. Ich habe mich nicht immer nur an der Uni rumgetrieben. Ich war ein paar Jahre bei Roland Berger in der Strategieberatung bis quasi hin zum Projektleiter und bin dann wieder zurück an die Uni gegangen, habe bei Berger angefangen im Bereich Corporate Performance, Corporate Finance, viel Restrukturierung gemacht, viel M&A gemacht, habe mich dann so ein bisschen in die Industrie spezialisiert, nämlich in Consumer Goods und Retail. Warum? Weil da konnte ich mit den quantitativen Sachen, die ich so in meinem Finance-Studium mehr angeeignet habe, konnte ich tatsächlich an ganz vielen strategischen Themen arbeiten. Das merkt man dann nämlich immer wieder, dass das super zusammenpasst. Ja? Also auch ein Marketing-Efficiency-Thema kommt am Ende darauf raus, dass man sich überlegen muss, was ist denn jetzt eigentlich so ein Return on Investment von irgendeiner Marketingkampagne? Ne? Und da braucht man dann auch wieder die gleichen Ideen, Konzepte, Methoden, die man im Finance-Bereich lernt. Und ansonsten fand ich die Branche ganz spannend, weil ich glaube, Consumer Goods und Retail kann jeder so ganz gut verstehen. Ja? Da braucht man jetzt nicht den Ingenieur, der einem das die ganze Zeit erklärt, sondern wie irgendwie einer Zucker herstellt oder einen Saft herstellt oder sowas, das kann man ganz gut auch selbst noch durchdringen. Genau, so, das soll es dann aber auch gewesen sein. Das reicht, glaube ich, zum Einstieg. Und dann würde ich gerne ganz kurz zeigen, was wir machen wollen, so sagen wir mal in den nächsten, so knapp 50 Minuten. Ja. Ich möchte gerne ganz kurz vorstellen, was Entrepreneurial Finance überhaupt bedeutet, damit so ein bisschen eingerahmt ist und klar ist, in welchem Bereich wir uns eigentlich bewegen. Und dann steigen wir quasi ein in das Thema Valuation and Financing auf Startups. Ja. Bitte nicht wundern, die Folien sind auf Englisch. Unser ganzes Programm ist quasi auf Englisch. Den Vortrag heute, haben wir aber gesagt, machen wir auf Deutsch. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen künstlich, wenn ich jetzt hier auf Englisch referiere, wenn alle deutschsprachig sind. Aber das ist quasi der Grund. Es sei mir bitte verziehen, wenn ich ab und zu mal so ins Denglisch abrutsche. Ja? Liegt dann daran, dass das dementsprechend auf den Folien steht. Gut, genau. Also dann wollen wir dann so ein bisschen in dieses Thema Valuation and Financing, also Bewertung und Finanzierung, einsteigen zu Startups. Erstmal so das so ein bisschen einrahmen und dann werden wir quasi eintauchen, zuerst in das Bewertungsthema und dann in das Finanzierungsthema. Ja. Und was super wäre, der Thomas Graf hat es schon gesagt, wenn wir es sehr interaktiv machen, also stellt wirklich eure Fragen, nutzt da den Chat oder auch gerne sozusagen die virtuelle Hand. Ich arbeite ja an der Privatuni und bin es also mehr als gewohnt, unterbrochen zu werden. Bin es auch absolut gewohnt, wenn jemand mal anderer Meinung ist. Das ist gar kein Problem, sondern das ist eher erfrischend. Also meldet euch wirklich gerne zwischendurch. Ein kleines Aktivierungselement habe ich mir auch selbst erlaubt einzubauen. Und das ist ein kleines Slido-Polling, wo ich euch jetzt
bitten würde, kurz daran teilzunehmen. Ich würde gerne einmal herausfinden, was so eure Erfahrung, euer Erfahrungsstand mit diesem Thema quasi ist. Wird hier gerade ein bisschen komisch angezeigt, weiß nicht, ob das bei euch auch so aussieht, aber man müsste auf jeden Fall den QR-Code gut sehen können. Den könnt ihr entweder abscannen mit dem Handy und darüber teilnehmen, oder ihr könnt im Browser slido.com eingeben und dann diesen Hashtag, der hier auf der Folie steht. Und dann wäre es super, wenn ihr mir da ganz kurz die drei Fragen beantwortet, die ich da gestellt habe. Genau, dann gebe ich euch dafür mal so ein Minütchen Zeit. Ah ja, okay. Ich gebe nochmal zurück. Ist hier eine komische Anzeige, ist zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass das nur so auf der halben Folie zu sehen ist. Ja, also das Slido-Slide ist leicht nur 60% des Bildschirms. Ne? Ja, okay. Komisch. Aber man kann den Code sehen. Also ich hoffe, dass ja, man kann auch die Ergebnisse sehen. Ich weiß nicht, es sieht fast aus, als soll es ein Feature sein. Ja. Aber okay. Nehmen wir mal so hin. Okay, ich gucke mal, was so bis jetzt geantwortet wurde. Have you ever had a course in entrepreneurial finance? Die große Mehrheit hat hier Nein geantwortet. Gut für mich, ja, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr auch was Neues für die meisten. Sehr gut. Und dann schauen wir mal weiter. Have you ever valued a startup? Haben auch 3/4 von euch gesagt Nein. Die 25%, die gesagt haben Ja, würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wenn wir nachher über Methoden sprechen, wenn ihr euch da auch aktiv einschaltet und gerne mal sagt, was ihr da eigentlich so gesehen habt. Ja, also A, von welcher Seite habt ihr das gesehen? Also universitär oder vielleicht auch in einem Praktikum bei einem Venture Capital Fund oder in einem Startup. Das wäre sehr, sehr spannend. Ja. Gut, und die dritte Frage. Have you ever dealt with the specific financing structure of startups? Okay, die meisten sagen, sie haben davon schon mal was gehört, haben aber noch nicht selbst damit zu tun gehabt. Genau, ein Drittel sagt, noch nie damit irgendwie mehr zu tun gehabt, und 13% haben schon mal solche Strukturen gesehen. Genau, vielleicht ganz kurzer Vorgriff darauf. Ich habe es versucht, oben in die Frage auch mit einzubauen. Worum geht es da? Was ist so speziell an Startup-Finanzierung? Naja, es gibt halt immer diese Runden. Ne? Also irgendwie man bekommt Geld und das reicht, sagen wir mal so, in der Regel 1 bis 2 Jahre, im Schnitt 1,5. Und dann braucht man sozusagen wieder Kohle. Ja? Dann gibt es quasi eine neue Finanzierungsrunde. Ein paar der Altinvestoren investieren in der Regel mit, neue kommen dazu. Und dann, was die wenigsten wissen, da werden wir ganz zum Schluss mal drauf gucken, was die wenigsten wissen, ist, die Leute, die da neu reinkommen oder wieder in so einer Finanzierungsrunde investieren, die bekommen nicht die gleichen Anteile, also die gleiche Art von Anteilen, wie die ganz vorne mitgemacht haben, sondern die bekommen so Vorzugsaktien. Ja, die haben da bestimmte Sonderrechte. Und die sind ziemlich wichtig zu berücksichtigen, wenn man so darüber nachdenkt, was für ein Portfolio von Investments zum Beispiel Venture Capital Fund hat. Ja, aber dazu später mehr. Das ist auf jeden Fall das, was diese ganze Finanzierungsstruktur so ein bisschen speziell macht. Gut, ich weiß nicht, haben wir Fragen hier im Chat? Oder? Ja, es war ein Kommentar von Friederike. Es fehlte die Antwort. Ich habe im Startup gearbeitet und an Finanzierungsrunden teilgenommen. Ah, okay, ja. Sehr, danke, ja, werde ich sozusagen fürs nächste Mal aufnehmen, und ist dann damit sozusagen auch klar, dass wir da sozusagen auch eine Expertin mit an Bord haben. Sehr gut, also gerade wenn wir dann über Finanzierungsrunden ganz zum Schluss sprechen, dann sehr, sehr gerne da aktiv mitdiskutieren. Ja. Okay, ich gehe mal weiter. Und wir steigen sozusagen mal in diesen Einführungsteil ein. Da will ich mich gar nicht so lange dran aufhalten. Ne? Das soll es wirklich nur kurz,
kurz einordnen. Ich habe hier einmal versucht, so ein bisschen schnell zusammen zu schreiben, was wir sonst im Kurs Entrepreneurial Finance, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, nämlich erstmal zu definieren, was macht ein Entrepreneurial Finance eigentlich so speziell. Also erstmal muss man wissen, das ist ein Teil von Corporate Finance. In Corporate Finance geht es eigentlich immer darum, gute Managemententscheidungen zu treffen im Hinblick auf Investitionen. Das können so Großprojekte sein oder auch kleinere Projekte, eine Markteinführung von irgendwas, der Bau einer neuen Fabrik, sowas. Aber Investitionsentscheidung ist natürlich auch die Übernahme oder der Merger mit einem anderen Unternehmen. Das ist so Investitionsseite. Dann geht es um Finanzierungsentscheidungen. Also wie stelle ich in den Laden eigentlich auf? Mit wie viel Eigenkapital, mit wie viel Fremdkapital? Und die dritte große Entscheidungsdimension in Corporate Finance ist eigentlich immer die Verteilungsentscheidung. Also wann schütte ich denn wie viel an meine Investoren aus und wie viel horte ich sozusagen im Unternehmen, um goldene Toiletten zu bauen oder was weiß ich. Ne? Also das ist immer so die dritte Entscheidungsdimension. Und Entrepreneurial Finance ist sozusagen eine Teilmenge davon. Eigentlich hat man genau die gleichen Entscheidungsdimensionen, aber eben in einem sehr speziellen Setup, nämlich in dem Setup eines Startups, was wir auch gleich mal noch definieren müssen, was wir darunter sozusagen verstehen. Und in diesem speziellen Setup sind so ein paar Sachen anders. Ja, also Investition und Finanzierung hängt meistens extrem zusammen, weil ich kann gar nicht investieren, ohne sozusagen neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Außerdem ist es meistens so, dass die Investoren oder auch die Gründer in so einem Startup überhaupt nicht so diversifiziert sind wie jetzt auf dem normalen Kapitalmarkt. Ein anderer Punkt ist, dass die Investoren auch im Vergleich so zu ganz normalen börsennotierten Unternehmen sind extrem aktiv in den Unternehmen. Das heißt, manchmal holt man sich auch einen Investor rein, nicht weil der das größte Portemonnaie hat, sondern weil der vielleicht ein gutes Netzwerk hat, weil der Expertise in dem Bereich hat und so weiter. Es gibt extrem hohe Informationsasymmetrien. Ja, also relativ oft wissen nur die Gründer, ob diese bahnbrechende Idee wirklich, sagen wir mal, noch realistisch erreicht werden kann oder ob die eigentlich in einem heftigen Fake-Modus sind, in der Hoffnung, an irgendeiner Stelle doch noch was zu finden. Ja. Es gibt dementsprechend hohe Unsicherheit. Sagen wir mal, dass der Geschäftsführer oder der Gründer ist ja selber quasi auch ein Shareholder. Und das, was den Wert der Gründer oder Gründerinnen maximiert, ist nicht unbedingt das Gleiche wie das, was den Wert der übrigen Investoren maximiert. Also man hat da auch noch so einen sogenannten Agency-Konflikt. Ja. Also das sind mal so auf die Schnelle die Besonderheiten und die werden uns dann auch ein bisschen beschäftigen, wenn es um Bewertung und vor allem um Finanzierung geht. Ja. Genau. Dementsprechend, was guckt man sich für Themen an, wenn man über Entrepreneurial Finance spricht? Das ist hier so ein Stück weit zusammengefasst. Also man muss einmal verstehen, wie man eigentlich bei dieser ganzen riesigen Unsicherheit irgendwie so ein Startup nach vorne plant. Man muss verstehen, wie man es bewertet. Das mit dem Bewerten ist so unfassbar relevant, weil es ständig gemacht werden muss, weil ständig braucht der Laden neue Kohle und braucht wieder eine Bewertung, auf der sozusagen die Finanzierung aufbaut. Dann muss man sich damit beschäftigen, wie man eigentlich solche Finanzierungsrunden strukturiert. Und dann müssen wir die verschiedenen Dimensionen verstehen von denen, ich nenne sie jetzt mal Stakeholders, also die da irgendwie drin sind, Investoren, Gründer, aber auch Mitarbeitende, weil die sind ganz, ganz oft auch in gewisser Weise beteiligt und die haben auch immer die Entscheidung zu treffen, wählen sie sozusagen einen Job in einem sichereren Unternehmen, gründen sie selbst oder laufen sie bei so einem Startup mit der Chance, vielleicht irgendwann einen Kicker nach oben zu haben. Ja, genau. So, und in unserem Kurs an der HHL läuft das so, das ist quasi ein Kurs in der Spezialisierung, hat
5 ECTS ab 2022, das heißt 40 Lehrstunden und viele interaktive Übungen und auch ein Projekt drumherum. Und da nehmen wir uns letztlich diese Themen vor mit ein paar Fokusdimensionen, ja, würde ich sie mal nennen. Also wir schauen tatsächlich so Stück für Stück eigentlich auf Startups ganz vom Anfang bis zum Exit und müssen dabei halt gucken, wie wird geplant, wie wird bewertet und wie wird dann finanziert und wenn man finanziert, welche Strukturen sind eigentlich gut für wen? Also was ist gut für die Gründer, was ist gut für die Investoren, worauf sollten auch Mitarbeitende sozusagen achten? Und da ist offensichtlich sehr, sehr viel Praxisrelevanz und Transfer drin. Ja. Außerdem lernt man in diesem Modul auch, wie überhaupt so eine Venture Capital Firma funktioniert, ja, wie Venture Capital Investments funktionieren, was da so die Hoffnungen sind und auch die Risiken. Und das Ganze transferieren wir da auch noch in das größere Feld Private Equity. Ja, Private Equity ist was bei uns an der HL auch sehr wichtig ist. Haben wir ein Center, wo sehr, sehr viele Private Equity Funds angeschlossen sind. Und Venture Capital ist eigentlich sozusagen eine Unterart von Private Equity. Und wenn man Venture Capital ganz gut verstanden hat, hat man auch schon ganz ordentlich Insights in Private Equity gewonnen. Ja. So, auf den nächsten zwei Folien habe ich die Agenda des Kurses, das würde ich jetzt mal weglassen. Ihr kriegt im Nachgang auch die Folien, da kann man einfach nochmal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, welche Themen wir uns da ganz genau anschauen. Worauf ich eher nochmal Wert legen möchte, ist quasi die Art und Weise, wie wir das vermitteln. So wie wir an der HAL in den meisten unserer Module arbeiten, nämlich, dass wir möglichst viele Praktiker einbauen, die wirklich ein tiefes Wissen in dem Gebiet haben. Ja, und in Entrepreneurial Finance arbeiten wir mit insgesamt sogar 4 Guest Lecturers für die verschiedenen Bereiche. Wir bringen da jemanden von N26 rein für das ganze Thema Financial Planning. Der Thomas ist jemand, der seit der Series B bei N26 ist. Wer es verfolgt hat, die sind inzwischen bei einer Series E und der hat sozusagen schon für einige Finanzierungsrunden die komplette Finanzplanung bei denen gemacht und sich in vielen, vielen Runden von Investoren sozusagen grillen lassen und wie man aber auch weiß, gerade jetzt letztlich sehr, sehr erfolgreich auch wieder an der Finanzierungsrunde mitgewirkt. Also N26 hat gerade 900 Millionen eingesammelt und da hat er sozusagen auch einen großen Anteil geleistet. Genau, dann haben wir den Michael Kramer, ein Partner von KPMG, kümmert sich da letztlich um alle M&A-Themen im Bereich Digital Ventures und ist dementsprechend so unser Praxisexperte für das Thema Startup-Bewertung. Ja, mit dem diskutiere ich da immer sehr trefflich, weil wir auch nicht immer der gleichen Meinung sind, aber das ist super spannend quasi zu sehen, wie die eigentlich mit dem Thema tatsächlich in der Praxis umgehen. Genau, dann haben wir den Heiko hier. Das ist jemand aus einem Private Equity Fund, auch mit Beratungserfahrung vorher bei BCG, der so ein bisschen die Investoren, die generelle Investorenperspektive einnimmt. Und dann noch den Arndt, der ist seit kurzem CFO bei Rocket Internet, aus dem größten deutschen Venture Capital Firma. Und das ist unser Experte sozusagen, wenn es um Deal-Strukturierung geht und die Bewertung tatsächlich von Beteiligungen, die Venture Capital Funds an Startups haben. Ja. Also das nur mal so ein bisschen, um einen Einblick zu geben, wie dann auch in so einem Modul letztlich Praxiserfahrung eingeflochten wird. Ja. Gut. Und damit steigen wir jetzt auch ein in unser Thema Valuation and Financing of Startups. Und jetzt habe ich schon relativ oft den Begriff Startups verwendet. Ich glaube, jeder hat eine Vorstellung davon. Ich will trotzdem noch mal anderthalb Sätze, sagen wir mal, dazu verlieren, weil es geht quasi nicht um jede Unternehmensgründung. Und das ist jetzt nicht, um gewisse Unternehmensgründungen irgendwie zu diskontieren oder so, überhaupt nicht. Aber in Entrepreneurial Finance kümmern wir uns
letztlich um Unternehmensgründungen, die das Ziel haben, irgendwie wahnsinnig zu skalieren, die dementsprechend ganz viel externes Funding brauchen. Das ist völlig wertungsfrei. Also ich will gar nicht sagen, dass das gut, besser oder schlechter ist, als wenn jemand sozusagen ein solides, nachhaltiges Startup aus, nicht Startup, sondern eine Gründung aus eigenen Mitteln vorantreibt. Ne? Aber das, was für uns im Fokus steht, ist eben tatsächlich die Idee, dass skaliert jemand eine wahrscheinlich mehr oder weniger disruptive neue Idee mit externen Mitteln, ne, und läuft dabei wahrscheinlich erstmal durch ein gewisses Tal, bevor es nach oben geht. Ja. Dieses gewisse Tal, das ist hier auch nochmal so ein bisschen abgebildet, ja, das ist so ein Standard Life Cycle, hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie gesehen. Ne. Gehe ich jetzt auch nicht im letzten Detail drauf ein, aber in der Regel verbrennt man sozusagen erstmal Geld. Das ist das, was hier quasi vor allem die orange Linie abbildet. In der Entwicklung und dem Aufbau des Startups, bevor man dann hoffentlich irgendwann den Break-Even erreicht und das Ding dann wirklich durch die Decke geht. Ja, wir gucken nachher mal noch drauf, wie oft das gut geht und wie oft nicht. Aber das, sagen wir mal, ist so die Hoffnung, ja, dass dieser Lifecycle, so wie er hier abgebildet ist, irgendwie funktioniert. Ja. Und an diesen verschiedenen Stellen im Lifecycle investieren verschiedene Gruppen von Investoren. Da gehen wir jetzt auch nicht ins Detail, ja, soll heute nicht unser Thema sein. Ich habe aber mal die Folie dafür drin gelassen, damit ihr es euch auch im Nachhinein nochmal anschauen könnt. Ne. Wir haben eigentlich sozusagen ganz vorne in diesem Lifecycle Bootstrapping Finance relativ oft. Da bringt man sozusagen seine eigene Kohle mit. Oder hier ist vielleicht auch nochmal ganz nett abgebildet, wenn man hier auf den Bereich Bootstrapping Finance schaut. Da investieren die berühmten drei Fs. Ja? Family, Friends and Fools. Ja? Und die sind meistens ganz am Anfang drin und dann braucht man so in der nächsten Phase, braucht man die Business Angel. Ne? Das sind verschiedenste Leute. Oftmals sind es welche, die selbst schon mal erfolgreich gegründet haben und jetzt über ein gewisses Kapital verfügen und statt das sicher in ihre Rente zu investieren, versuchen die damit wieder in Startups zu investieren. Ja? Gibt aber auch andere, also offensichtlich welche aus großen Familienunternehmen, Familiendynastien. Es gibt aber auch Zusammenschlüsse von Leuten, die nicht ganz so viel Geld haben, aber gemeinsam dann quasi als Business Angel auftreten. Ne? Und daran anschließend kommt dann eigentlich so dieser Venture Capital Bereich. Also wenn man dann schon mal eine erste Marktreife hat, hoffentlich ein paar erste Financials vorzuweisen hat, ein paar Umsätze, ne? Dann kommen quasi die Venture Capital Funds ins Spiel und die gibt es in einer brutalen Bandbreite. Ja, also da gibt es Frühphasen und Spätphasen. Und wie gesagt, in dem Kurs gehen wir da sehr, sehr detailliert drauf ein. Hier jetzt nicht. Ich wollte es nochmal so anreißen. Ne? Und neben dem Venture Capital gibt es inzwischen eben auch, das ist inzwischen schick, ja, das gehört dazu, dass wenn man größeres, langweiliges Industrieunternehmen ist, dann macht man noch so ein Corporate Capital Fund auf, damit man auch so ein bisschen Startup-Luft verstreut, ja, und investiert dann hoffentlich zumindest in Sachen, die halbwegs branchennah sind, in denen man sich auskennt. Ja. Genau, und Public Capital ist tatsächlich in Deutschland auch ein wichtiges Thema, dass nämlich sozusagen die öffentliche Hand sich gerade in den Frühphasen mit beteiligt, wo wir inzwischen besser aufgestellt sind als noch vor 10 Jahren, aber privatinvestorenseitig immer noch nicht so gut wie die Angelsachsen. Ja. Das bringt mich auch so ein bisschen dann in das nächste Subchapter, so ein bisschen Zahlenfriedhof. Da will ich jetzt auch nicht zu viel dazu sagen, aber ich habe hier mal ein paar Sachen zusammengestellt, in die man dann auch noch mal reingucken kann. Da sieht man quasi so ein bisschen, wie sich so dieses ganze Investitionsvolumen entwickelt. Geht steil nach oben in den letzten Jahren. Böse Zungen behaupten, dass da ist eine Blase im Entstehen. Können wir gerne auch mal am Ende diskutieren. Auf jeden Fall wird quasi extrem viel Geld in diesen Venture Capital Bereich reingepumpt und der US-Markt ist da immer noch der Dominante, ja, macht ungefähr 50% des Gesamtmarkts aus.
Dementsprechend ist die USA auch immer ein ganz guter Gradmesser, um mal zu schauen, wie wichtig sind eigentlich diese verschiedenen Investitionsstages. Ne? Und da sieht man, dass der größte Teil des Geldes immer noch in diese Later Stage sozusagen geht und nicht so sehr in die Frühphase. Das macht auch Sinn. Ne? In der Frühphase braucht man schon auch Kohle, um die Idee zu entwickeln. Aber richtig Geld braucht man natürlich hinten raus, um zu skalieren. Ja? Gut, und hier ist das Bild nochmal so ein bisschen für Europa. Will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Also insgesamt ist egal, in welche Region der Welt wir schauen. Es geht gerade unfassbar viel Geld in diesen Startup-Bereich und sicherlich auch nicht nur smart durchdacht. Ja? Formulieren wir es mal so. Genau, wie groß sind jetzt die Chancen, dass sozusagen aus so einem Investment was wird? Dazu hier nochmal eine schnelle Folie, eine ganz coole Analyse, wo man sich mal angeschaut hat, wie viel Prozent der Startups, die sozusagen Venture-Finanzierung erhalten haben, sind am Ende irgendwie oberhalb dessen rausgekommen, was rein investiert wurde. Also so ein Value-Multiple, den man hier rechts in dieser Grafik sieht. Wenn der 1 ist, heißt das, dass der Laden wurde irgendwann mal für genauso viel verkauft, wie insgesamt über die Zeit hinweg rein investiert wurde. Das ist offensichtlich nicht so besonders gut, weil da hat man ganz schön viel Risiko genommen und hat auch ganz schön lange sein Geld gebunden und am Ende ist nur das wieder rausgekommen, was man reingegeben hat. Ne? Also sagen wir mal, erfolgreich wird es bei deutlich über 1, vielleicht so ab 1,5. Ne? Das habe ich hier versucht, auch so ein bisschen mit Orange anzudeuten. Also da wird es sozusagen spannend. Ja? Und da kann man schon sehen, in dem Bereich, also wenn man es schafft, wirklich einen Exit hinzukriegen, sorry, das muss ich einmal kurz definieren, also wenn man es schafft, dass der Laden nicht irgendwann pleite geht, sondern dass man ihn tatsächlich irgendwann veräußert, dann macht man das in der Regel auf zwei verschiedene Arten, entweder mit einem IPO, das heißt, man geht an die Börse, das ist immer so der Goldstandard, ja, darauf schielt sozusagen jeder, gibt aber Branchen, da macht das gar keinen Sinn, ja, weil die so nischig sind und weil es so viele große Spieler gibt, die auch bereit sind, viel Geld auszugeben für ein Startup. Und in solchen Bereichen oder auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht das nächste Facebook wird, dann geht es eher darum, sozusagen den M&A-Deal an Land zu ziehen. Also jemanden zu finden, der den Laden sozusagen übernimmt. Ne? Zum Beispiel ein großes, alteingesessenes Unternehmen. Und das ist das, was hier mit Acquisition, also ACQ, gemeint ist. Ne? Und wenn man das schafft, dort anzukommen, dann sieht man hier so ein bisschen, wie sich das dann in diesen Value-Multiples sozusagen verteilt. Ja? Und wichtig ist aber, nicht jedes Startup kommt in dem einen oder dem anderen Bereich an. Ja? Also unfassbar viele erledigen sich sozusagen vorher. Und das sieht man in der Grafik daneben. Also Dev steht für Default. Und da sehen wir schon, dass sozusagen 50% der Unternehmen, die mit Venture Capital unterwegs sind, am Ende gar nichts abwerfen, sondern tatsächlich in einem Totalverlust enden. Ne? Und das ist offensichtlich wichtig im Hinterkopf zu behalten. Venture Capital Investments in Startups haben ein extrem hohes Risiko. Und das hat man natürlich auch schon mal versucht, in Papieren irgendwie zu quantifizieren. Und da ist man drauf gekommen, dass eigentlich so Venture Capital Investments so im Schnitt 90% Standardabweichung haben. Um das vielleicht, um der Sache mal so ein bisschen eine Relation zu geben, wenn wir so den S&P 500 angucken, also den amerikanischen Aktienmarkt, dann reden wir da so über 15% Standardabweichung. Ne? Und dem entgegen steht sozusagen Venture Capital Investments mit 90%. Das ist kein ganz fairer Vergleich, weil das eine ist ein diversifiziertes Portfolio, das andere nicht. Aber ich glaube, das hilft trotzdem mal, um zu verstehen, in welcher Bandbreite wir da unterwegs sind. Ja. Gut, also das so als kleine Einordnung. Und jetzt schauen wir tatsächlich auf den Bereich, wo es darum geht, Startups zu bewerten. Und bevor wir das tun, habe ich wieder eine kleine Frage, die ich gerne einmal beantwortet hätte von euch.
Und zwar, welche Bewertungskonzepte, Unternehmensbewertungskonzepte kennt ihr eigentlich schon? Und vielleicht nicht nur kennt ihr schon, sondern habt ihr tatsächlich auch schon mal angewandt? Ja. Maximilian, eine ganz kurze private Frage dazu, während das läuft. Ja. Beziehen sich die Informationen, die wir jetzt über Startup-Unternehmen hier erfahren, auch auf Intrapreneurship, also auf Startups in existierenden Unternehmen? Oder gibt es da Unterschiede? Mal so ganz banal gefragt. Ja, nee, das ist eine super Frage. Also dieser Bereich Intra-Startups, der ist hier nicht explizit abgegriffen. Sagen wir mal, immer wenn es darum geht, dass man sich so Venture Capital Investmentzahlen anguckt, also wie viel investiert wird, da ist der Bereich Corporate Ventures in der Regel mit drin, ja, weil das kriegt man quantifiziert. Aber was man schlechter quantifiziert bekommt, ist sozusagen, was sind jetzt wirklich die Erfolge dieser Intra-Startups? Weil solange die nicht ausgegründet sind, existieren die ja, genau, ne? Also das heißt, meistens sieht man die ja erst, wenn der Spin-off sozusagen passiert ist. Ja. Dementsprechend muss man davon ausgehen, dass die meisten der Zahlen, die man da so findet, sich eigentlich auf, ich nenne es jetzt mal klassische Startups bezieht. Ja. Mhm. Genau. Gut, genau, wir haben inzwischen Antworten, sehr gut. Also mit Discounted Cashflow Methoden haben schon viele von euch gearbeitet, das ist gut. Das ist nämlich auch die Standardbewertungsmethode für normale Unternehmen und die Praktiker versuchen, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber die versuchen das auch hart auf Startups zu pressen. Ja? Wir werden so ein bisschen drüber sprechen, ob das Sinn macht. Und wann es Sinn macht und dabei, also was man vielleicht daran anpassen muss, aber das ist gut, wenn ihr da sozusagen schon mal ein gewisses Wissen mitbringt. Genau, Multiple Valuation kennen die meisten sicherlich auch. Ich nehme die 44% wahrscheinlich mal eher so, dass nur 44% das tatsächlich dann auch mal angewandt haben. Ne? Wir gucken aber gleich auch mal auf so ein Multiple, da kann ich dazu auch nochmal zwei Sätze sagen. Genau, und die anderen zwei Sachen haben gar keine Nennungen abbekommen. Das ist auch nicht schlimm. Die Venture Capital Methode, die wollen wir gleich selber mal an einem kleinen Beispiel ausprobieren. Ja. Die Real Options Methode, das ist ein bisschen härterer Tobak. Das ist tatsächlich was für unser Masterprogramm. Da werden wir heute auch nicht doll einsteigen, aber ich zeige nachher mal eine Grafik dazu. Gut, dann gehen wir mal weiter. Vielen Dank für die Antworten. Genau, und wir wollen mal noch so ein bisschen verstehen, warum es überhaupt wichtig ist, Startups zu bewerten. Ja, dazu jetzt sozusagen noch zweimal ein paar Zahlen und dann steigen wir in die Methoden ein. Also man hört relativ oft, wenn man mit Leuten in Venture Capital Funds spricht oder auch mit Business Angels, dass man sagt, oh, dieses Thema Startup-Bewertung und Konzepte dafür, geh mir weg damit. Das ist gar nicht relevant. Für mich ist wichtig, dass die Idee passt und dass das Team passt. Und das ist auch richtig, ne? Das ist wichtig. Nichtsdestotrotz ist die Bewertung ein notwendiges Übel, was man noch mitnehmen muss, weil eben alle 1 bis 1,5 Jahre oder 1 bis 2 Jahre, im Schnitt 1,5 Jahre, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, braucht man wieder neues Funding in der Regel. Und da muss man eben irgendwie in einer Verhandlung mit Investoren dahin kommen, dass man sagt, okay, also wenn ihr so und so viel reingebt, dann geben wir euch so und so viel Prozent der Aktien oder der Anteile. Ja? Und da liegt immer implizit eine Bewertung dahinter. Ne? Und die kann jetzt nicht völlig vom Himmel fallen. Also mit irgendwas muss man da schon reingehen und irgendwie muss man für sich verifizieren, vielleicht auch bei dem, was der Investor einem anbietet, ob das irgendwie Sinn macht. Ne? Und genauso aus Investorenperspektive bei dem, was der Gründer da an den Tisch bringt oder die Gründerin. Ja? Also dementsprechend ist es einfach schon deswegen ein wichtiges Thema, weil es ständig wiederkommt in jeder Finanzierungsrunde. Und hier sehen wir mal so ein bisschen eine Übersicht, wie viel Zeit so zwischen diesen Finanzierungsrunden liegt. Ja, das ist ganz schön in dieser unteren Grafik abgebildet.
Das sind diese angesprochenen im Schnitt 1,5 Jahre. Ne? Dann brauchst du sozusagen wieder die nächste Finanzierungsrunde. Das ist immer so die Durchschnittszeit oder die Medianzeit, bevor die nächste Finanzierungsrunde aufläuft. Und in der oberen Grafik sieht man mal die sogenannten Step-Ups. Also die Step-Ups sind, nehmen wir mal an, wir haben heute eine Bewertung von 100 und in 1,5 Jahren haben wir eine Bewertung von 200. Dann ist der Step-Up sozusagen 2, ne? Also der Multiplikator von 2. Ne? Und auch da sehen wir, das sind ja schon gewaltige Werte. Die, ne? Also sagen wir mal, wenn hier im Schnitt so ein Step-Up von 1,5 rauskommt, heißt das, dass sich alle 1,5 Jahre der Wert des Startups um 50% erhöht. Das ist ja schon eine traumhafte Rendite sozusagen. Das hat natürlich ein bisschen einen Bias, weil hier kommen ja immer nur die Startups in die Auswertung, die auch in die nächste Finanzierungsrunde kommen. Also die, die zwischendurch rausfliegen, die sehen wir jetzt hier nicht mit. Also nicht, dass jetzt jemand deswegen gleich seine Altersvorsorge irgendwie umschiftet. Das würde ich jetzt deswegen nicht empfehlen. Ja. Das sind jetzt wirklich immer nur die, die es in die nächste Stufe schaffen. Ja. Okay, also das so zur Einordnung. Und dann mal jetzt wirklich ein paar konkrete Beispiele. Ja. Ich habe jetzt hier mal so die letzten, zugegebenermaßen, es hat keine Logik, wie es geordnet ist, ist mir im Nachhinein aufgefallen, es sei mir bitte verziehen. Ja. Es sind aber auf jeden Fall alles aktuelle Beispiele. Vier deutsche Startups, die in diesem Jahr Geld eingesammelt haben und die damit auch Bewertungen erzielt haben oder Bewertungen kommuniziert haben, die über 1 Milliarde lagen. Die meisten deutlich, Sender, das werden wir uns nachher auch nochmal in einem Beispiel angucken, knapp. Ja, also Sender ist dieses Jahr ein sogenanntes Unicorn geworden, ja, hat die 1 Milliarde Bewertung übersprungen. Ja, genau. Und hieran kann man jetzt ganz gut sehen, wie die Leute sozusagen so eine Bewertung rechnen. Also wir nehmen mal als Beispiel, weil es schön einfach rechnet, N26. Die haben quasi 900 Millionen eingesammelt in einer sogenannten Series E. Also ne, das zählt in Buchstaben durch, kann man sich ja vorstellen, wenn es bei A losgeht, reden wir über die fünfte richtige Finanzierungsrunde. Davor gab es auch schon irgendwie sogenannte Seed-Runden oder eine Seed-Runde. Aber in diesen Seed-Runden, da werden ganz normale Stammaktien, Stammanteile ausgegeben, die auch die Gründer haben. Und ab der Series A werden so Vorzugsaktien ausgegeben. Da sprechen wir aber nachher kurz drüber. Genau, auf jeden Fall haben die quasi dieses Jahr 900 Millionen eingesammelt und dafür 10% ihrer Anteile rausgegeben. Und jetzt, wenn ihr da so bei TechCrunch oder so irgendwelche Artikel lest, dann ist quasi die stumpfe, einfache Logik zu sagen, naja, wenn 10% 900 Millionen gekostet haben, dann ist der ganze Laden ja 9 Milliarden wert. Ja? Also das ist, ne, ihr könnt jetzt hier, könnt ihr mich kontrollieren, ob ich das richtig gemacht habe. Das ist jetzt hier wirklich immer nur diese sehr einfache Rechnung, die hier getätigt wurde. Aber genauso findet ihr es kommuniziert in Pressemitteilungen und auch überhaupt im News-Coverage dazu. Ja? Und man nennt diese Bewertung die sogenannte Post-Money-Valuation. Das ist sozusagen die Bewertung, nachdem neues Geld rein investiert wurde. Ja? Weil dann sind ja die 10% Aktien rausgegeben und die 900 Millionen reingenommen. Und dementsprechend kann man die beiden Werte durcheinander teilen und hat dann diese Post-Money-Valuation. Ja? So funktioniert das. Und da stellen sich sozusagen zwei Fragen. Die eine ist, wo kommt denn diese Bewertung überhaupt her? Also wie kann denn jemand sagen, ich möchte 10% haben für die 900 Millionen, die ich reintue? Ne? Das ist die eine Frage, die wir beantworten müssen. Und die andere ist, ich habe es ja, glaube ich, schon fast so ein bisschen vorweggenommen, ist es eigentlich in Ordnung, das so hochzurechnen, wie wir es gerade gemacht haben? Ne? Also man weiß, dass die letzten 10% 900 Millionen wert waren. Das ist offensichtlich das, was der Markt gerade dafür gezahlt hat. Aber heißt das denn, dass die anderen 90% dann wirklich 8,1 Milliarden wert sind? Ja, das sind die zwei Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Die zweite Frage machen wir quasi in dem letzten Kapitel. Ja? Also gucken wir uns erstmal an, wie man Startups bewertet. In der Regel geht es ja um Cashflows. Ne? Jeder sagt immer, wir müssen die Cashflows bestimmen und dann müssen wir die irgendwie diskontieren. Das Blöde bei Startups ist,
die sind meistens ganz, ganz lange negativ, ne? Und dann ist eben die Frage, wie man das eigentlich bewerten will. Ja, dann gibt es die Idee, das mit Multiples zu machen. Aber gleiches Problem, solange irgendwie der Profit negativ ist, ist das auch eine relativ schwierige Übung. Was man dann oft macht, ist, man geht auf Umsatz-Multiples, ne? Und dann trifft man aber aufs nächste Problem. Das ist nämlich, eigentlich braucht man für Multiple-Analyse immer irgendwie Vergleichswerte. Also man müsste eigentlich wissen, na gut, was ist denn jetzt ein vergleichbares Unternehmen? Und wie ist dort die Bewertung und wie ist da der Umsatz? Da kann ich die zwei Sachen ins Verhältnis setzen und kann das auf mein Unternehmen anwenden. Das heißt aber erstmal, ich brauche ein vergleichbares Unternehmen. Ich brauche ein vergleichbares Unternehmen, was so in der gleichen Wachstumsstufe ist und was jetzt gerade irgendwie eine frische Bewertung erhalten hat, damit ich diesen Multiple überhaupt bauen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ist auch ziemlich schwierig. Und wenn man in diese Grafik hier guckt, sieht man, da habe ich mal oben so ein bisschen exemplarisch ein paar US-Unicorns abgebildet, sieht man, wie unfassbar dieser Umsatz-Multiple rauf und runter springt. Ja? Also völlig, völlig wild geht das rauf und runter. Währenddessen das für etablierte Unternehmen, das sieht man unten für den S&P 500, läuft das sozusagen in einer ganz anderen Skala. Also wem es hier auffällt, ja, ich habe hier Lügen mit Daten, aber ich verrate es wenigstens. Damit man überhaupt da oben irgendwas sieht in diesem Bild, habe ich diese Multiple-Achse, diese Y-Achse hier, die habe ich logarithmisch abgebildet, ja, weil ansonsten wäre da gar nichts Sinnvolles irgendwie zu sehen gewesen. Ne? Das ist hier unten nicht der Fall, da ist das linear, da sind die Sachen viel, viel enger beisammen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das scheint ziemlich schwierig zu sein, so ein Startup zu bewerten. Ne? Und das hat eigentlich zwei große Gründe. Das eine ist, Startups sind ja Startups, weil sie irgendwie speziell sind. Ne? Also das, was da skaliert werden soll oder verkauft werden soll, ist ja irgendwie, soll disruptiv sein. Wir wissen, das ist nicht immer der Fall. Ja? Also manchmal verkauft man auch einfach Parfüm übers Internet oder so. Aber nichtsdestotrotz, ist die Idee meistens, dass es gar kein Vergleichsunternehmen gibt. Aber bewerten heißt eigentlich immer vergleichen, ja, mit irgendwas vergleichen. Und das gelingt bei Startups eben relativ schlecht. Also das ist so das eine. Und das zweite ist, haben wir jetzt schon drüber geredet, das Thema Unsicherheit. Ja. Also da laufen irgendwie 1000 Startups zusammen los und ganz unten im Himmel, sage ich mal, ja, da wo die Einhörner leben, da kommen von den 1000 halt nur 20 raus. Ne? Und das muss man halt auch irgendwie einpreisen. Und das ist nicht so einfach. Also das sind so die zwei großen Dimensionen, warum Bewertung so schwierig ist. Und dann gibt es noch so ein paar subjektive Probleme, da will ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Vielleicht nur eins, ich lasse das rechts mal weg mit dem Competitive Effect. Aber über den Unicorn-Club können wir mal ganz kurz reden. Den gibt es nämlich wirklich, dass sozusagen Investoren, die rein investieren in Unternehmen, bewusst sozusagen eine zu hohe Bewertung akzeptieren. Das heißt ja, die kriegen weniger Aktien, weniger Anteile, als sie eigentlich erwarten würden für das, was sie reintun. Aber die machen das, weil dann das Startup sozusagen in den Medien und der öffentlichen Wahrnehmung diese magische Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar Bewertung überspringt. Und dann ist man sozusagen im Unicorn-Club und dann geht es natürlich los. Ne? Dann hat man sozusagen ganz viel Media-Coverage. Ne? Da kommen dadurch vielleicht wieder neue Kunden rein. Man hat ganz viel kostenlose Publicity und das ist dann irgendwie eingepreist. Aber das hat natürlich das hat keine finanzielle Grundlage im ersten Moment und das macht es dann nochmal schwieriger. Ja? Gut, wie gesagt, das Recht lasse ich jetzt mal weg. So, wie gehen Leute damit jetzt irgendwie um? Also Akademiker machen dann gerne oder versuchen gerne Realoptionsansätze. Da zeige ich gleich nochmal eine Folie dazu. In der Praxis verlässt man sich eigentlich auf zwei Methoden, auf die Venture Capital Methode oder auf Discounted Cashflow, also DCF. Ja? Und beides funktioniert ehrlich gesagt nicht super gut, aber ist eine ganz gute Hilfsmöglichkeit. Und man muss halt einfach auf ein paar Sachen achten, die speziell sind für Startups und die will ich jetzt einmal ganz kurz vorstellen. Da machen wir zusammen ein kleines Beispiel. Also
Hier sehen wir quasi so den klassischen Ansatz im Discounted Cashflow. Haben die meisten von euch sicherlich schon mal gesehen. Ich habe irgendwie freie Cashflows, das sind diese FCFs. Ja. Und das sind immer welche für eine unverschuldete Firma. Das passt ganz gut, weil Schulden gibt es im Startup in der Regel nicht. Also das ist schon mal ganz gut. Und diese zukünftigen Cashflows, die ich da irgendwie projizieren will, die zinsen sich dann ab, ne, mit irgendwie einer Diskontrate. Das ist dieser WACC. Ja. Und da kommen jetzt aber schon die Probleme. Wie plant man so einen Free Cashflow nach vorne? Sau schwer. Ne? Und das Zweite ist, was ist jetzt eigentlich der richtige Diskontsatz für so ein Startup. Ne? Also das sind ganz klar die Probleme, zu denen man sich jetzt irgendwie eine Anpassung machen muss und eine Überlegung machen muss. Der große Vorteil von so einer Methode ist aber natürlich, das kennen erstmal alle, ja, das hat jeder schon mal gesehen. Und dadurch, dass es ja diese verschiedenen Zeitpunkte gibt, diese verschiedenen Cashflows, kann man eigentlich ganz schön so Phasen abtrennen. Also wir haben ja vorhin über diese Stages gesprochen und das geht hier eben auch ganz gut. Gibt eine Frage? Maximilian, nur zu. Genau. Ja, vielen Dank. Bei diesem DCF-Modell sehe ich gerade, dass Sie den Terminal Value mithilfe von dieser Perpetuity-Formel, also mit dieser Wachstumsrate berechnen. Jetzt kenne ich das auch, dass man das mit so einem Exit-Multiple macht. Da hatten wir ja vorhin schon dieses Problem mit diesen Schätzungen. Wird es trotzdem gemacht, weil die ja stark schwanken? Oder? Ja. Ja, also tatsächlich kann man beides machen. Es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, genau die Vor- und Nachteile zu erörtern. Man muss sagen, dass auch hinter der Variante mit der Wachstumsrate, den kann ich immer auf ein Multiple umrechnen. Das kann man sich ja vielleicht vorstellen. Also wenn ich dort einen freien Cashflow stehen habe und irgendeine Art von Perpetuity-Faktor, dann kann ich das auch auf ein Multiple, auf einen EBIT zum Beispiel umrechnen und kann dann mal gucken, was da eigentlich als Multiple rauskommt. Das Schöne dabei ist, dass ich dann ein paar mehr Parameter habe, um diesen Multiple zu zerlegen und den irgendwie zu plausibilisieren. Wenn ich jetzt einfach nur einen Multiple da hinten drauf setze, dann muss ich da schon dem vertrauen, was mir da irgendjemand sagt, was irgendwie wir reden da manchmal über in 10 Jahren oder in 7 Jahren, was dafür jetzt irgendwie ein Multiple sein könnte. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Problem. Was gibt es überhaupt für ein vergleichbares Unternehmen? Und haben die denn verkauft so in der gleichen Phase, in der wir gerade sind? Ja? Deswegen ist die Empfehlung, und ich zeige es aber gleich auf der nächsten Folie, wie genau man das machen könnte oder der übernächsten Folie, doch mit dieser Wachstumsrate zu laufen. Aber und diesem Terminal Value und Wachstumsrate zu laufen, aber nicht irgendwie so, wie man es standardmäßig im DCF macht, nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren, das macht keinen Sinn, sondern man lässt es so ausphasen, bis man irgendwann sozusagen in so einer Stable Growth Period ist. Und das kann man ganz gut hier auf der nächsten Folie sehen. Also man würde jetzt eben nicht, wie gesagt, schon nach 5 Jahren abbrechen, sondern man würde quasi sagen, okay, ich plane die nächsten 3 bis 7 Jahre. Ne, das ist so das, wenn eigentlich der Exit stattfindet, ja, wenn vielleicht die Gründer rausgehen oder die Venture Capital Investoren und dann plane ich mal noch weiter mit diesem, nehmen wir mal an, es gibt jetzt ein IPO, mit diesem zusätzlichen Geld, wie lange kann ich dann noch weiter wachsen, ja, vielleicht so 3 bis 10 Jahre und dann komme ich quasi in so ein Steady State oder Stable Growth und da springe ich dann ab in dieses Terminal Value Modell. Ja, jetzt offensichtlich sind die Schwächen bei dem, was ich gesagt habe, schon klar geworden. Das ist Kaffeesatzleserei vom Allerfeinsten. Ne? Also sozusagen, mit welchen Wachstumsraten operieren wir hier über die Zeit? Wie lange ist welche Phase? Das ist super schwer. Ne? Aber zumindest habe ich die Chance, die Bewertung irgendwie zu zerlegen und sie für mich zu plausibilisieren und zu versuchen, da einen Sinn dahinter zu bekommen, ob ich die Sachen so aneinander reihen könnte. Ja? Aber definitiv die große Schwäche ist, dass hier viel Scheingenauigkeit drin ist. Viele Dinge, die ich gar nicht weiß und ich versuche dann da irgendwie mit Annahmen reinzugehen. Ja? Genau, aber das wäre quasi die Idee. Die Erweiterung des normalen DCFs, um quasi nochmal so Zwischenphasen, die dafür sorgen, dass man das Wachstum so abflacht, bis man irgendwo da ist, dass man mit so einer normalen Wachstumsrate von 0,5, 1 oder 1,5% arbeiten kann. Im Übrigen, was eine sinnvolle Wachstumsrate ist, auch im normalen DCF,
Das ist was, das kann man super plausibilisieren. Haben wir heute nicht ganz so viel Zeit dafür, aber da gibt es das Gordon Shapiro Modell. Da kann man super schauen, warum eine Wachstumsrate wie hoch sein sollte. Das wissen nur leider in der Praxis die wenigsten. Ja, und die, die es wissen, sind tatsächlich die, die bei Gericht, wenn es um Bewertungsgutachten geht, immer gewinnen. Ja. Ist aber auch ein Thema, was wir uns im Master dann näher angucken. Genau, dann so ein bisschen ins Detail, aber wirklich nur einmal kurz reingeguckt. So würde das dann quasi in Formeln aussehen. Also man überlegt sich für diese Venture-Periode schon, was könnte man für Cashflows erreichen in diesen ersten Jahren. Man multipliziert, das ist dieses kleine P hier, multipliziert aber immer dran, was ist denn die Ausfallwahrscheinlichkeit? Und da gibt es ganz coole Erhebungen für alle möglichen Industrien. Wie viele der Unternehmen, die heute gegründet sind oder die vor einem Jahr gegründet sind, leben denn heute noch? Die vor 2 Jahren gegründet sind, leben denn heute noch? Und so weiter und so fort. Und mit solchen Kurven kann man dann so ein bisschen versuchen, quasi in das DCF-Modell Ausfallwahrscheinlichkeiten reinzubringen. Ja, das ist was, was eben sich die Big Four zum Beispiel sehr auf die Fahne schreiben, dass die eben recht smart sind bei der Vorhersage dieser Ausfallkurven. Ja. Genau, also das wäre die Anpassung, wie man das im DCF macht. Und ab dem, ach so genau, und dann vielleicht noch zu dem WACC, da kann man sich tatsächlich so behelfen, dass man mal schaut, was ist denn der Durchschnittsreturn auf Venture Capital Investments. Ne, und habe ich hier, das ist auch eine echte Analyse, das sind echte Zahlen da unten. Also 18% machen so Venture Capital Funds im Schnitt über die letzten 20 Jahre mit einer Standardabweichung von 27%. Ne? Weniger Standardabweichung als das, was wir vorhin gesehen haben. Warum? Weil so ein Venture Capital Fund, der ist ja schon ein bisschen diversifizierter. Da sind ja viele verschiedene Investitionen drin. Genau. Genau. Und dann schließt sich diese Rapid Growth Phase an. Da schwächt man sozusagen Stück für Stück das Wachstum ab. Und dann hinten raus macht man dann sozusagen diese Terminal Value Bestimmung, die du schon angesprochen hattest, Maximilian. Und hier habe ich zumindest mal aufgeschrieben, wie man eigentlich überprüft, was eine sinnvolle Wachstumsrate ist. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt, glaube ich, nicht so viel Zeit, da ins Detail zu gehen. Ja. Stattdessen würde ich euch gerne, weil die noch keiner kennt, diese Venture Capital Methode zeigen. Die ist super einfach. Die ist echt angenehm im Handling. Und das ist das, was, deswegen heißt es ja auch so, was Venture Capital Investoren in der Regel machen. Nicht, weil die unfassbar richtig ist, sondern weil die richtigen Fragen triggert. Also die Idee ist hier meistens so, man sagt, okay, in wie vielen Jahren erwarte ich denn den Exit? Ne? 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, muss ich mir irgendwie überlegen. Und muss dann sagen, na gut, was für ein Ergebnis will oder kann ich denn bis dahin geschafft haben, ne? EBITDA zum Beispiel, also wirklich einen Gewinn. Das würde ich mir aber vom Umsatz natürlich irgendwie runterbrechen und vielleicht kommt das daher, weil ich sage, der Markt ist so und so groß und so viel vom Markt könnte ich irgendwie erreichen. Wenn ich das aber erreichen will, brauche ich die und die Kostenstruktur. Ne? Worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich darüber Gedanken machen will, triggert das automatisch gute Fragen, die man mit den Investoren diskutieren muss. Ne? Und die sieht man hier. Also was ist mein relevanter Markt? Wie groß ist der? Was sind Leute überhaupt bereit zu zahlen für meine Services? Und so weiter und so fort. Ja? Dann im zweiten Schritt, und das ist so ein bisschen das, was du angesprochen hast, Maximilian, und das macht man hier quasi in der Venture Capital Methode immer. Man überlegt sich, was ist denn so ein Exit Multiple? Ne? Und Venture-Capital-Investoren glauben zumindest, dass sie dazu ein gutes Gefühl haben, weil sie ja schon einige Exits gemacht haben. Und dass sie sagen, naja, ich glaube, in der und der Branche können wir ein Multiple von 10 erreichen oder so. Und dann weiß man schon mal, was ist sozusagen der Exit-Wert in x Jahren. Ja? Und dabei diskutiert man, was sind denn eigentlich gute Peers, ja, wo kriegt man denn sozusagen so einen Vergleichswert her, ne? Da werden auch wieder richtige Fragen gestellt. So, und dann kommt der schwierigste Teil, man muss sich überlegen, wie man das Ding jetzt zurückdiskontiert. Also eigentlich ist es wie so DCF, ne? Ich habe da ganz hinten einen Wert und jetzt will ich mal wissen, was der Wert heute, was dieser künftige Wert heute wert ist. Ja? Also ich muss mir überlegen, was ist jetzt diese Diskontrate. Und das ist schwierig, da gibt es auch nicht so richtig akademische Hilfe.
Aber es gibt Erfahrungswerte, das, was Investoren ansetzen, und das kann man hier so ein Stück weit sehen. Also wer ganz früh investiert, der arbeitet mit Diskontraten von 70-80%. Wer ein bisschen später investiert, da reden wir dann manchmal auch eher so über 40%. Ja? Und machen wir heute auch nicht, aber was wir in Entrepreneurial Finance dann mal versuchen zu plausibilisieren, ist, wo das eigentlich herkommt und ob das Sinn macht. Man kann diese Diskontrate ganz gut zerlegen in sozusagen, was ist die Verbesserung über die Zeit, was ist eigentlich der Durchschnittsreturn, den ich erwarten würde als Venture Capital Investor und was ist auch die Ausfallrate. Und wenn man das alles zusammenlegt, dann kommt man dahin, dass diese Werte, die da links stehen, dass die tatsächlich ganz gut passen. Ja? Genau, und wenn man das gemacht hat, wenn man damit diskontiert hat, dann hat man den heutigen Wert und dann kann man eigentlich sagen, ah, okay, der Gründer oder die Gründerin bietet mir jetzt einen gewissen Anteil Alpha an der Firma an, wenn ich dafür eine gewisse Investition tätige. Ja? Und das kann ich dann aber ausrechnen. Ne? Dann kann ich quasi sagen, na gut, ich kenne diesen heutigen Wert, der ist V0 und jetzt gucke ich mal, wie viel ich investieren soll, ja, damit dieser Wert vielleicht dann mal eintritt. Und das, was ich investieren soll, geteilt sozusagen durch den Gesamtwert, sagt mir so ein bisschen, was dieser faire Anteil sein sollte. Ja, und das ist die Venture Capital Methode, sagen wir mal, in ihrer einfachsten Art und Weise. Und jetzt fände ich es ganz gut, wenn wir das einmal probieren. Ich habe euch hier mal ein paar Zahlen gegeben und ihr versucht, die einfach mal aneinander zu reihen. Und wir gucken quasi mal, was dabei rauskommt. Ja. Genau, ich erzähle vielleicht was über das Beispiel und ihr könnt inzwischen vielleicht schon anfangen zu rechnen. Ist tatsächlich sogar ein etwas entfremdeter, aber nicht ganz unechter Case aus unserem Digital Space hier an der HHL. Also wir haben sowohl einen Inkubator im Ökosystem als auch einen Accelerator. Accelerator ist sozusagen, wenn man dann schon wirklich gegründet hat und vielleicht auch schon so eine erste Finanzierung bekommen hat von Business Angels, dann kann man da reingehen in dieses Programm und da sozusagen hoffentlich das Startup skalieren. Und unser Digital Space ist quasi für die Entwicklung wirklich von Business-Ideen hin zur Gründung. Ja. So, und da haben wir hier quasi mal mit einem B2B-Matchmaker, ich verrate zwar nicht die Branche, weil das Startup gibt es sozusagen auch noch, haben wir quasi mal überlegt, wie kommt man eigentlich für den ersten Pitch mit Business Angels, wie kommt man da zu einer Bewertung? Ne? Und da sieht man hier mal so ein relativ klassisches Vorgehen. Also die haben sich eigentlich überlegt, okay, wie groß ist der Markt? Wann wollen sie raus oder wie lange dauert es, dass sie auch so weit sind, dass sie sagen, okay, da ist dann jetzt nicht nochmal eine extra Skalierung drin. Das waren hier 5 Jahre, die Marktgröße 500 Millionen Euro. Und man hat gesagt, okay, 20% müssten in diesen 5 Jahren eigentlich erreichbar sein. Ja, da waren noch ein paar andere Startups unterwegs, die auf einer ähnlichen Schiene waren. Also 20% hatte man sich vorgenommen. Und dann hat man sozusagen ein Kostenmodell drunter gesetzt und gesagt, okay, also für so und so viel Umsatz, so und so viel Konsumenten und so weiter bräuchte ich die und die Kosten und komme dann auf die und die EBITDA-Marge von hier 15%. Ja? Und dann haben wir eben geguckt, okay, für solche Online-Plattformen, die auch mit solchen Service-Fees arbeiten, was ist da eigentlich so ein gängiges Exit-Multiple am Ende von so einer Venture-Capital-Phase? Und das ist jetzt hier halt 6. Ja? Und dann war halt klar, okay, man braucht aber 2 Millionen, um das jetzt loszutreten, um das zu starten. Ja? Und dann haben wir halt hier als Diskontrate, oder habe ich jetzt hier einfach mal 50% reingesetzt. Und mit den Informationen kann man das Ding jetzt eigentlich soweit auch berechnen. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr wieder in Slido letztlich hier euer Guess abgeben. Ich gehe aber vielleicht noch einmal zurück, dass ihr hier die Werte kriegt. Wir sind schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten, deswegen, ich würde mal sagen, ich gebe euch so 2 Minuten und dann können wir sonst aber auch auf die Lösung gucken, weil ich möchte euch hinten raus sozusagen noch eine Kleinigkeit zeigen zu diesen Financing Rounds.
Genau, ich klicke nur einmal vor. Ich will noch mal sehen, ob schon irgendjemand was geantwortet hat. Okay, scheinbar noch nicht. Also vielleicht nochmal, ne, was ist die Logik? Nicht, dass das jetzt gerade zu schnell war. Die Logik ist quasi zu sagen, okay, es gibt so einen, eine Ergebnisgröße, auf die ich ziele in x Jahren. Das ist dieser EBITDA, den könnte ich mir ja hier berechnen, indem ich sage, okay, es gibt eine gewisse Marktgröße, von der will ich 20% kriegen und das ist dann mein Umsatz und darauf generiere ich 15% EBITDA-Marge und dann kann ich die drei Sachen aneinander multiplizieren, komme zu meinem Ziel EBITDA. Das Multiple ist mit 6 gegeben, ne? Da kann ich die zwei Sachen miteinander multiplizieren und dann muss ich es halt noch diskontieren über die 5 Jahre hinweg mit dem Zinssatz von 50%. Und dann habe ich sozusagen den Barwert des heutigen Unternehmens. Ne? Da liegt natürlich deutlich mehr Analyse dahinter, aber wenn man es jetzt hier schon mal auf diese Parameter verdichtet hat, dann kann man sich es damit ganz vernünftig überlegen. Ja. Bei mir ist, glaube ich, das Poll noch nicht geöffnet, aber es kann auch sein, dass es an mir so. Also. Ah, dann jetzt wahrscheinlich. Ja, danke. Ah, okay. Sorry, ja, da muss ich hier eins weiterklicken. Gut. Okay, dann kann ich wahrscheinlich jetzt hier nicht hin und her springen. Dann warte ich mal hier, weil dann kann man wahrscheinlich erst jetzt sozusagen die Lösung abgeben. Und wir schauen mal. Ich erinnere mich an alte MBA-Zeiten zurück. So, sehr gut. Es gibt, ich weiß nicht, ich kann jetzt hier gerade nicht sehen, wie viele geantwortet haben. Ich interpretiere das mal in eurem Sinne und sage, dass alle richtig liegen. Ja. Kann natürlich sein, dass jetzt auch nur der Maximilian gerechnet hat. Das sehe ich jetzt hier irgendwie gerade nicht. Sehe ich aber übrigens im Nachhinein. Ja. Ich kann dann irgendwie auf der Slido-Seite gucken, wie viele welche Frage beantwortet haben. Dann werde ich es wissen. Genau, aber 16,9% ist völlig korrekt. Und hier ist quasi auch die Auflösung. Also Multiple von 6, EBITDA von 15 Millionen, abgezinst über 5 Jahre mit 50%, gibt 11,9 Millionen Wert. Und die 2 Millionen ins Verhältnis gesetzt mit den 11,9 Millionen heißt, dass ich als Investor mal mindestens 16,9% der Anteile erwarten würde, vorausgesetzt, ich glaube diese ganzen Parameter und habe nicht mehr irgendwelche anderen Gedanken dazu gemacht. Ja? So, das ist mal auf die Schnelle, wie sozusagen im Venture Capital Bereich wirklich gearbeitet wird. Ich hoffe aber, es ist auch klar, da liegt ganz, ganz viel mehr Analyse dahinter. Ne? Also sozusagen zu sagen, wie groß ist wirklich ein Markt und was ist ein Kostenmodell und wie viel Market Share kann ich kriegen, das ist natürlich dann nicht so trivial, wie ich es jetzt hier gerade dargestellt habe. Ne? Aber das ist mal so die Methode, wie man vorgeht. Und die kann man auch erweitern. Man kann auch sagen, da gibt es noch mehr Finanzierungsrunden auf dem Weg zum Exit. So ist es ja eigentlich immer und man wird nochmal verwässert und das kann man aber auch ins Modell einbeziehen. Machen wir jetzt natürlich um Gottes Willen nicht, aber nur, dass ihr das quasi gesehen habt und es ist ja auch drin, kann man sich dann auch gerne schon mal angucken. Ja? Und dann, was wir heute auch nicht diskutieren können, was aber natürlich auch super spannend ist, man kann eben auch versuchen, das mit so einem Realoptionsansatz zu machen. Weil ich habe schon gesagt, es gibt wahnsinnig viel Unsicherheit. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Laden ganz ausfällt. Und das kann weder Venture Capital Methode noch DCF richtig abbilden. Und wenn man aber so Monte Carlo Simulation macht, dann kann man das abbilden. Da kann man so Pfade simulieren, ne? Und kann dann quasi gucken, wie eigentlich so die Streuung in der Bewertung ist und so weiter. Ne? Machen wir jetzt nicht, aber ist ein cooles Thema im Masterprogramm, was wir da abbilden und was wir auch nicht nur bei Startup-Bewertung abbilden, wo ich ganz offen zugeben muss, da wird es in der Praxis in der Regel nicht gemacht. Aber wenn man das kann, simulieren kann, dann ist man in ganz, ganz vielen anderen Bereichen super aufgestellt. Ne? Also sowohl bei der Bewertung von Finanzinstrumenten als auch im M&A-Bereich, wenn es um Earnouts zum Beispiel geht, als auch wenn es darum geht, die richtige Kapitalstruktur für ein Unternehmen zu finden oder Risikomanagement zu betreiben. Braucht man immer Simulationen oder Optionspreismodelle. Und das ist was, was wir sozusagen recht viel in recht vielen Kursen machen und immer sehr, sehr angewandt, ja, wo wir das also wirklich in R umsetzen
oder wenn es möglich ist, auch noch in Excel. Ja, genau. Gut, und dann will ich zum Abschluss noch einen ganz kleinen Ausblick geben. Also das war dieses Thema Bewertung. Und jetzt sozusagen noch kurz was zum Thema Finanzierung. Ich habe ja schon so ein bisschen eingeführt, es gibt quasi diese verschiedenen Finanzierungsrunden. Und das sieht dann bei einem Startup immer so aus wie hier ungefähr. Also man hat einen sogenannten Cap Table oder Capitalization Table. Da hat man quasi Common Shares und dann hat man aus der Series A, also dieser ersten großen Finanzierungsrunde, da gibt man neue Aktien raus oder neue Anteile raus und dann kommt eine Series B, da gibt man nochmal neue Anteile raus, ne? Und dann sind ja auf der Y-Achse, wenn man so will, sind die verschiedenen Investoren und wie viele Aktien die sozusagen bekommen. So, und jetzt ist eben das Ding, dass diese Aktien nicht alle gleich sind, ja, also einige sind gleicher als andere quasi und das bildet sich darüber ab, dass diese Investoren, die quasi später dazu bekommen, die bekommen eine sogenannte Liquidationspräferenz. Mal so ganz platt und einfach gesagt, bedeutet das last in, first out, ja. Also nehmen wir mal an, da investiert jetzt einer, ich habe hier glaube ich auch ein Beispiel, genau. Nehmen wir mal an, da investiert jetzt einer, was habe ich hier gesagt, genau, da investiert jetzt einer rein und kriegt sozusagen 20.000 Shares und zahlt für jede Share 100 Euro. Ne? Dann reden wir ja sozusagen über 2 Millionen, die da rein investiert wurden. Und jetzt nehmen wir mal an, alle Stricke reißen, ne? Und der Laden muss am Ende liquidiert werden und es werden nur 1,5 Millionen erlöst. Ja? 2 Millionen hat er gerade rein investiert, hat dafür eigentlich nur 20% der Aktien gesamt bekommen, ne? Weil insgesamt gibt es 100.000 Aktien. Also er hat nur 20% der Aktien, hat dafür aber 2 Millionen bezahlt und jetzt wird das Ding liquidiert nach 2 Jahren und es werden nur 1,5 Millionen erlöst. Dann gehen die kompletten 1,5 Millionen an diesen Investor. Die Gründer oder die vorher investiert haben, ohne solche Sonderrechte, ohne so eine Liquidationspräferenz, die bekommen nichts. Ja? Und das geht bis zu einem Wert von 2 Millionen. Also sozusagen der letzte Investor, der bekommt auf jeden Fall erstmal, vorausgesetzt, so viel wirft das Ding ab, bekommt auf jeden Fall erstmal sein Investment zurück und erst dann können die anderen Investoren sozusagen aufholen, bis wieder sozusagen der sogenannte Pro-Rata-Share erreicht ist. Also bis die Werte wieder so verteilt sind, dass die einen 80% haben und der neue Investor 20%. Ja? Und das mag einem jetzt total unfair vorkommen, kam es mir am Anfang auch. Ich habe gedacht, hey, kommst doch später rein, hast doch weniger Risiko, den Laden gibt es doch schon. Warum hast du jetzt so eine Sicherheit, ne? Aber das Ding ist natürlich, es gibt eine unfassbare Informationsasymmetrie. Also der neu reinkommt, der weiß ja gar nicht, ob das Ding werthaltig ist. Und der investiert in der Regel viel, viel größere Beträge, als alle vorher zusammen investiert haben. Ja, weil der die nächste große Skalierungsstufe finanzieren soll. Und dementsprechend wird quasi mit so einer Liquidationspräferenz gearbeitet, um dieses Risiko und diese Asymmetrie irgendwie erträglich zu machen. Ja. Und dann muss man noch dazu sagen, oftmals ist es natürlich so, dass die früh mit investiert haben, auch versuchen, später wieder mit zu investieren und damit auch von dieser Liquidationspräferenz profitieren. Ja? So, diese Liquidationspräferenzen, das ist aber auch ein Thema dann für den Kurs, die gibt es in 100 verschiedenen Facetten, das gucken wir uns jetzt nicht an, ja? Aber da kann man, also da gibt es, ne, das beschäftigt Heerscharen von Anwälten, wie man das Ding ausgestalten kann. Das lassen wir jetzt aber. Wir gucken zum Abschluss noch auf unser Beispiel. Dieses Beispiel ist quasi so, dass sowohl für diese A-Shares als auch die B-Shares quasi so eine Liquidationspräferenz existiert. Das ist eine ganz einfache Liquidationspräferenz. Also will sagen, wir gucken mal auf diese B-Shares. Da wurden in Summe 20.500 rausgegeben und für die wurden gezahlt. Wie, das habe ich jetzt hier verdeckt, das ist nicht so gut. Hier steht, 750 wurden da sozusagen bezahlt und dementsprechend wurden so ungefähr 40 Millionen investiert. Und das heißt,
solange der Exit-Wert, das kann man hier ganz gut sehen, also auf der X-Achse ist der Exit-Wert, solange dieser Exit-Wert kleiner gleich diesen 40 Millionen ist, bekommen erstmal bekommen sozusagen erstmal nur die, wo kann man das, jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, achso, jetzt hat es die Linien hier, okay, deswegen habe ich mich gewundert. Wir müssen auf die dicken Linien gucken. Das wird hier leider nicht ganz richtig angezeigt. Also eigentlich sollten die dünnen Linien gestrichelt sein. Ich gehe nochmal zurück. So, also wir müssen auf die dicken Linien gucken. Da sieht man, dass so eine dicke blaue Linie noch gar nicht existiert. Also der Gründer, der bekommt jetzt hier noch gar nichts, ja, weil der ist quasi ganz vorne drin. Und wer jetzt bis jetzt nur was bekommt, ist sozusagen der Investor 3. Das ist hier diese dicke Linie. Und der Investor 2, das ist die orange Linie. Die bekommen was, weil die haben beide in der Series B mit investiert. Der eine mit 12.500, der andere mit 8.000 Shares. Also die beiden, die sind drin und die anderen, die kriegen noch nichts. So, dann, wenn diese 40 Millionen überschritten sind, dann kommt sozusagen der, der in der Series B investiert hat. Entschuldigung, in der Series A investiert hat, das ist hier der Investor 1. Der kommt dann als nächster und dann, jetzt muss ich gerade mal gucken, dann geht es quasi erst los, dass die Common Shareholders hier sozusagen aufholen und quasi auch was ausgeschüttet bekommen und die holen dann immer zusammen auf mit den nächsten Investoren und ganz zum Schluss, erst wenn sozusagen alle diese Liquidationspräferenzen ausgeglichen sind, bekommen alle Investoren das, was sie entsprechend ihren eigentlichen Anteilen bekommen müssten. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber entscheidend für mich ist eigentlich nur, dass ihr für den Moment seht und versteht, dass das keine geraden Linien sind. Also es ist hier nicht pro rata, sondern es gibt Investoren, die sind ganz lange bevorteilt. Also gucken wir mal hier auf diese dicke Linie. Und die dünne dazu, die dünne Linie wäre, wenn jemand einfach nur entsprechend seiner Anteile bedient werden würde. Ja? Tatsächlich ist es aber anders, der hat diese Liquidationspräferenz und deswegen bekommt der am Anfang überproportional mehr und es dauert ganz, ganz lange, bis die anderen aufgeholt haben. Ja? Also erst hier bei einer Bewertung von irgendwie, was sind das hier, 110 Millionen wahrscheinlich oder so, erst ab dem Moment bekommt quasi jeder das, was er seinen Anteilen zufolge bekommen sollte. Und daran sieht man hoffentlich, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem N26-Beispiel, 900 Millionen für die letzten 10% macht 9 Milliarden für alle 100%, dass das hinkt. Das ist ziemlicher Käse, weil der zuletzt reingekommen ist, der ist extrem bevorteilt. Ja. Der hat da wirklich eine ganz überproportionale Kurve und erst wenn es richtig, richtig gut läuft, sind zum Beispiel auch die Gründer, die immer nur ganz normale Stammaktien halten in der Regel, erst dann sind die sozusagen genauso proportional beteiligt wie er, ja, oder der Investor. Ja, genau. Maximilian? Ja. Wir haben zwei Fragen im Chat. Die erste Frage von Friederike. Aus welchem Grund würde ein Startup lieber für 1 Euro übernommen werden, als Insolvenz anzumelden? Nur wegen des Rufs? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, das kommt jetzt drauf an, was übernommen heißt. Ne? Also wenn es einfach nur darum geht, dass man sozusagen eine niedrigere Bewertung akzeptiert und dafür x Prozent der Aktien rausgibt. Das nennt man Downround. Also da wird quasi man hat schon irgendwie eine gewisse Bewertung gehabt. Es läuft schlecht. Ja. Man braucht frisches Geld, um den Laden aufrechtzuerhalten und einigt sich auf eine deutlich niedrigere Bewertung, gibt dementsprechend ganz viele Aktien raus. 1 Euro ist jetzt sehr extremer Case, ne? Aber sagen wir mal, es ist deutlich reduziert. Dann kann das natürlich noch Sinn machen, wenn man als Gründer wirklich dran glaubt, dass man den Laden doch noch in der Folge wieder nach oben führen kann, weil man halt Anteile drin behält.
wenn wir jetzt wirklich den Fall von 1 Euro nehmen, ich weiß nicht, vielleicht zielt deine Frage tatsächlich einfach darauf ab, zu sagen, okay, die Gründer oder Gründerinnen wollen jetzt tatsächlich einfach nicht Insolvenz anmelden und wollen sich vielleicht darüber aus der Affäre ziehen, dass sie sagen, okay, sie haben den Laden, weiß ich nicht, in ein größeres Unternehmen verschmolzen und es wird vielleicht auch stillschweigend darüber vereinbart, zu welchen Konditionen, dann kann das schon sein, dass das so ein gesichtswahrender Grund ist. Einen wirklich finanziellen oder aus Investorensicht einen Grund kann es da eigentlich nicht geben. Ja? Weil, also das macht offensichtlich finanziell kaum einen Unterschied. Ja? Und die zweite Frage ist von Peter: Ist eine Liquid-Präferenz immer mit Catch-up? Ah, nee, ist es nicht. Da gibt es noch verschiedene andere Spielarten. Ich kann ja mal hier auf eine Folie zurückgehen, aber wir steigen da jetzt mal nicht im Detail ein. Also es muss nicht immer mit diesem Catch-up laufen. Der Catch-up bezieht sich quasi auf dieses, das sieht man hier unten, Share-Class-Based. Also da wird quasi aufgeholt, je nachdem, in welcher Aktienklasse man ist. Es gibt aber auch Regularien und man sieht, das hält sich sogar halbwegs die Waage. Da geht das tatsächlich nach Investoren. Das ist nochmal deutlich komplizierter, weil ein Investor, der ist dann in verschiedenen Runden beteiligt und dann wird quasi immer umgerechnet, wie viel müsste der Investor jetzt noch zum nächsten Investor aufholen. Ja, das gibt es auch, das ist aber noch schwieriger darzustellen, sage ich mal. Ja, genau. Und eben weil es alles so schwer ist, deswegen danke für die Frage, das ist oftmals der Grund, warum man gerne auch auf Investorenseite einfach die Augen davor zumacht, ne? Und quasi sagt, ach, lass mich mal damit in Ruhe, das wird schon irgendwie gut gehen oder es geht auch nicht gut, das ist eher alles eine große Wette. Wir bewerten mal lieber nicht unsere Anteile über die Zeit hinweg, ja, sondern wir warten mal, wie es im Exit ausgeht. Ne? Das machen ehrlich gesagt vor allem kleinere Funds und welche, die so Family Offices sind, die machen sich den Aufwand nicht. Größere müssen sich den sogar machen. Also zugegebenermaßen, ich bin auf das Thema tatsächlich durch Rocket gestoßen worden, weil der Arndt Lodewiks, der jetzt hier auch als Guest Lecturer auftritt, der jetzt CFO dort ist, der hat auch zu dem Thema Bewertung promoviert an der FU in Berlin. Und eine ganze Zeit, bevor ich promoviert habe an der HAL. Aber wir haben uns dann zu dem Thema sehr, sehr viel ausgetauscht. Und der hat gesagt, wir haben da ein Riesenthema, weil wir brauchen eigentlich ein Modell, wie wir das bewerten. Weil unsere Investoren, die wollen quasi wissen, was unsere ganzen Beteiligungen wert sind. Und der Regulator will es quasi auch wissen. Also wir müssen das sozusagen auch für die Wirtschaftsprüfer sauber abbilden. Und wir haben wirklich keine Ahnung. Und sagen wir mal so, also wir haben unsere Stakeholder, die wir irgendwie da befrieden müssen. Wir haben den Regulator, den wir befrieden müssen. Und ganz ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass wir oftmals falsche Investitionsentscheidungen für die nächsten Runden treffen, weil wir gar keine Ahnung haben, was unsere aktuellen Beteiligungen wert sind. Also sozusagen drei große Problemfelder, die man hier lösen kann, aber die man eben nur mit einem sehr komplexen Modell lösen kann. Ja? Und das ist was wir, wie gesagt, dann in der Vorlesung, wo wir tiefer einsteigen. Was ich ganz hier hinten dran noch gehangen habe, aber da, genau, die Zeit ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen um, wir diskutieren lieber gleich noch ein bisschen, aber ist noch das Beispiel von Sender. Da kann man das wirklich nochmal in einem echten Fall sehen. Die haben inzwischen quasi 4 Runden investiert, also eine Series D, sind jetzt ein sogenanntes Unicorn, ne? Und auch da aber hochgerechnet, die haben quasi 16% neue Aktien rausgegeben und haben dafür 160 Millionen Euro eingesammelt. Und das kann man sich ja hochrechnen, 16%, 160 Millionen eingesammelt, ergibt, tada, genau 1 Milliarde. Ja? Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Offensichtlich wollte man da auch gerne Unicorn sein oder wollten es die Investoren auch gerne. Und tatsächlich, wenn man aber mal diese Struktur da abbildet, das habe ich hier auch wieder so gemacht, nach der gleichen Logik wie das, was wir da vorher gerade schon gesehen haben, dann kann man darauf, das ist aber wirklich advanced, das lernt man dann im Master, diese Strukturen, die wir hier sehen, diese Zacken, das sind eigentlich Optionen. Das sind so, also wer schon mal gesehen hat, wie man eine Call-Option oder sowas bewertet, genau so sehen solche Payoff-Diagramme aus. Und man kann das jetzt quasi wie eine Option bewerten.
Und dann kommt man drauf, und das will ich nur einmal schnell im Ergebnis zeigen, dass der faire Wert von Sender, und das ist jetzt nicht wertend, ne? Also das ist ein super Startup, eine Riesengeschichte, und ich glaube, es hat einen absoluten Value-Add. Aber nichtsdestotrotz ist diese Kommunikation von 1 Milliarde Bewertung, die ist Käse. Ja? Also der Laden ist tatsächlich, ich will jetzt nicht mich auf einen Wert festlegen, weil ein paar Annahmen stecken natürlich trotzdem drin, zum Beispiel wie hoch die Volatilität ist und wann der Exit kommt. Aber der Wert ist bedeutend geringer. Also wenn man diese Liquidationspräferenzen berücksichtigt, dann, wie gesagt, hier in meinem kleinen Beispiel kommt man drauf, dass der Laden 600 Millionen wert ist. Was immer noch eine Riesengeschichte ist, ne? Aber es ist eben nicht eine Milliarde. Ja? Und wie man das macht und wie man das sauber bewertet, das lernt man dann in der Vorlesung. Ja? Oliver fragt noch, ob es eine Priorisierung gibt, abhängig von dem Geldbetrag, den man, also was passiert, wenn der letzte Investor weniger investiert als der vorletzte? Ja. Kommt er trotzdem priorisiert? Ach, das ist ganz schlimm, wenn das passiert. Das ist eine sogenannte Downround. Wenn der sozusagen für die Aktien weniger bezahlt oder für die Anteile weniger bezahlt als der vorher, dann wird es ganz verzwickt. Ja? Also dann gibt es verschiedene, also da kommt so ein bisschen auf die Verhandlungsmacht an. Ja? Der ja als letzter investiert, der wird trotzdem versuchen, sozusagen eine Seniore-Priorisierung zu bekommen, also dass der trotzdem der Erste in der Reihe ist. Der vorher investiert hat, der wird sagen, ja, Moment mal, also ich bin hier derjenige, der den höchsten Preis bezahlt hat bis jetzt für so einen Anteil. Ich will da ganz vorne stehen. Ne? Und dann kommt es halt echt drauf an, wie so die Machtverhältnisse sind. Wenn das Ding richtig schäbig gelaufen ist, ja, und es auch wirklich kaum noch jemanden gibt, der da rein investieren will, dann wird wahrscheinlich sozusagen der neue Investor seinen Willen bekommen. Und wenn es aber doch noch irgendwie ein Wettbewerb ist, dann ist das was das Startup und die Altinvestoren natürlich als Verhandlungsmasse reinschmeißen können, dass die sagen, ey, du darfst hier günstiger rein investieren, das ist okay, aber du kriegst keine Priorisierung. Ja. Also das ist wirklich eine Verhandlungssache. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Mechanismen zu verstehen. Das habe ich auch hier nochmal aufgeschrieben. Es ist so wichtig, diese Mechanismen zu verstehen, weil ich als Gründer und auch als Investor das für meine Verhandlungen brauche. Ja. Ich muss eigentlich wissen, was die Auswirkungen dieser ganzen Liquidationspräferenzen sind, die da rauf und runter verhandelt werden. Es ist zum Beispiel nicht so, dass die höchste Bewertung, die ich erzielen kann, immer die ist, die ich als Gründer nehmen sollte. Weil es kann, wenn die Liquidationspräferenz so definiert ist, dass ich dann ganz weit hinten in der Reihe stehe, dann habe ich zwar wenig Anteile vielleicht rausgegeben, eine hohe Bewertung erzielt, aber ich habe jemanden vor mir stehen, der, wenn es schlecht läuft, dafür sorgt, dass ich wirklich gar nichts bekomme. Ne? Und das muss man immer gegeneinander abwägen. Ja? Genau, aber wie gesagt, das ist dann schon ziemlich advanced, das machen wir dann im Kurs. Ja, genau. Ja, wir sind jetzt auch bald bei 20.30 Uhr. Ja, genau. Aber es war spannend bis jetzt. Genau, aber wenn es jetzt noch Fragen gibt, einmal natürlich zu dem Thema, dann super gerne. Ja, können wir gerne noch besprechen. Oder auch zum Programm selbst. Oder zum genau, ja, genau. Oder auch gerne zum Programm selbst. Ja, ich kann auch gerne noch mal ein bisschen was sagen, was da sonst im Programm passiert oder was vielleicht auch so ein bisschen die Anforderungen sind, die wir haben. Sehr, sehr gerne, ja. Also in der letzten halben Stunde sind jetzt noch einige, haben jetzt doch das Webinar verlassen, aber ein harter Kern ist noch da, von ungefähr 18. Eure Chance, ich habe schon rumgeschrieben, ihr bekommt eine Nachricht, eine E-Mail von den Kollegen, Kolleginnen der HL mit den Slides. Und da werdet ihr auch, wenn ihr Fragen habt, an die HL oder an das Master Management Programm Fragen stellen können, indem ihr antwortet. Aber geben wir euch noch ein paar Sekunden, falls ihr jetzt gerade spontan im Kopf noch nicht zu voll habt. Ihr seht schon die URL, die jetzt angeblendet wird. Da gibt es Info-Events. Hier ist eine Frage von Oliver. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Feedback, Oliver. Schön, dass du dabei warst. Peter schreibt, kann man an dem Programm, also nur an dem Kurs, wo Sie diese Themen detaillierter besprechen, als Externer, der nicht in Leipzig studiert hat, teilnehmen? Kann man an diesem Programm, also nur an dem Kurs, wo die Themen als Externer, also ohne sich sozusagen immatrikuliert zu haben, so verstehe ich das.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Also da müssen wir mal individuell sprechen. Wir haben sozusagen auch ein Executive-Programm, über das man an dem einen oder anderen MSC-Kurs teilnehmen kann. Genau, das ist was, wo wir gerne mal individuell sprechen können. Unsere Kontaktdetails sind hier sozusagen auch in der Unterlage hinterlegt, schicken wir dann auch mit rum. Und kann man sowohl Jana als auch mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Ja. Dann sage ich ganz recht herzlichen Dank, Maximilian. Das war wieder mal super spannend. Und ich sehe schon, ihr kommt positives Feedback. Das war auf jeden Fall es wert, diese halbe Stunde durch zu verlängern, weil genau, es kommt einfach gut an, wenn man das abrunden kann. Und wir haben jetzt hier wirklich eine komplette Masterclass erlebt. Toller Vortrag, kommt hier überall. Klasse. Ganz herzlichen Dank euch, liebe E-Fellows, dass ihr dabei wart, für eure Fragen, für euer Mitmachen bei den Umfragen. Ist immer klasse, wenn es interaktiv ist und wenn der Dozent das auch interaktiv gestaltet. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. In 14 Minuten spielt Bayern in der Champions League gegen Barcelona, falls es jemanden interessiert. Leipzig hat ja gut geschossen gestern, wie ich gelesen habe. Und ich wünsche uns allen einen schönen Abend und bis bald, ne? Macht's gut. Vielen Dank an alle. Tschüss, Maximilian. Tschüss, Jana. Vielen herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.